Hallo und herzlich willkommen heute hier zum Workshop von, ja, mein Name ist Kell. Wir wollen heute einfach mal ein paar Ideen ausarbeiten. Das ganze Ding ist bitte nicht vollständig. Ihr werdet natürlich einige Fehler, einige Ideen dazu haben und wir können es auch gerne erweitern. So, das hier ist ein Workshop, das bedeutet, ja, ihr habt den Work, ich habe den Shop. So, das macht keinen Sinn. Egal, wir machen es trotzdem genauso. Also, es geht um Gesellschaftsstrategien. Was wir momentan haben in unserer Welt ist, wir haben Leute, die keine Ahnung haben, was sie erzählen. So, wir haben eine Gesundheit, wie heißt das, Politik, wir haben eine Bildungspolitik, wir haben diverse Sachen, die nicht mehr mit den Menschen und für die Menschen da sind. Jetzt wäre es doch eine intelligente Idee, wenn wir sagen würden, okay, da wir nicht gegen das System ankommen, es sind zu viele, ne, also ne, Politiker haben viel Geld und so weiter, schaffen wir nicht. Wäre es doch eine schöne Idee, wenn wir eine eigene Infrastruktur, eine eigene Idee aufbauen könnten, wie wir untereinander uns gegenseitig unterstützen, helfen und weiterbringen. Wer meinen vorherigen Vortrag oder meine vorherigen Vorträge mitbekommen hat, weiß, dass ich der Initiator von Helfer bin und dass wir ein Free Planet Earth Projekt auf die Beine stellen, wo wir Menschen miteinander verbinden. Diese Verbindung, kleine Gruppen, die miteinander zusammenarbeiten, ist schon ein Schritt in diese neue Zukunft. Weil Menschen, die sich kennen, das haben wir nicht. Zum Beispiel, je größer die Stadt ist, desto weniger kennt man sich und umso mehr fühlt man sich einsam. Das belegen mehrere Studien. Warum? Weil es zu anonymisiert ist. Anonymisiert ist auch das Stichwort im Internet. Das heißt, wir haben immer weniger menschliche Kontakte und damit können wir weniger Vertrauen aufbauen. Je weniger Vertrauen wir haben, desto weniger schaffen wir es, eine Gesellschaft auf die Beine zu stellen. Was wir machen müssen, ist wieder rückgängig. Aber das rückgängig geht nicht nur in Richtung kleine Gruppen, sondern wir brauchen auch Ziele, wir brauchen Richtungen. Wir brauchen etwas, was wir ja auf die Beine stellen können, damit wir, ich sag mal, nicht von dem System überrannt werden. Die Frage, die sich also stellt, ist, was brauchen wir als Menschen, damit wir anständig miteinander leben können? Ich habe jetzt den Stift weggelegt. So. Ich habe jetzt ein paar Ideen, was wir machen können. Aber ich würde euch trotzdem erstmal bitten, dass ihr Ideen sagt, was braucht ein Mensch, damit er leben kann? Bitte? Essen. Essen. Wieso? Das ist richtig. Wieso auch ich? Wieso kommen wir als erstes immer auf Essen? Luft, Spaß macht. Ich hätte Wasser. Wasser. Ganz ehrlich, ist immer das Zweite, was wir brauchen. Ja. Liebe. Luft. Oh no. Gemeinschaft. Ganz kurz. Liebe, Luft, Boden, Gemeinschaft. So, also. Liebe. Luft. Es kommt jetzt wahrscheinlich noch mehr. Zelt tut's aber auch. Ich habe Wohnung. Also, du meinst nicht. Ja, weiter? Aufgaben. Aufgaben? Ja. Ja. Also, 1 Million Euro. Gibt so ein Sinn, so. Ja. Ziel. Gibt es sonst noch irgendwas? Vertrauen. Ja, man merkt, es ist kurz vor Feierabend. Was? Vertrauen. Vertrauen. Einen Sinn war. Zum Überleben eigentlich, aber. Ja, einen Sinn zu leben. Lebenssinn. Gesundheit, sehr schön. Da haben wir es wieder. Bleib gesund. Ego. Regeln. Mit anderen Menschen. Nochmal was? Mit Verbundenheit mit anderen Menschen. Verbundenheit. Gemeinschaft. Gemeinschaft, ja, das könnte man damit. Ja. Bewegen. Bewegung, Sport. Ja. Zwar, das ist das Thema. Sport, da. Natur. Natur, ja. Klimakrise, das schon gehört.
Natur wollte ich schreiben, natürlich nicht. Ich nehme mal die Natur an. So. Was gibt es sonst noch? Kunst. Kunst? Ja. Okay. So, ich habe das jetzt erstmal ein bisschen unterteilt, weil diese Sachen, die haben wir jetzt schon, die wir jetzt schon selber machen können, haben und so weiter. Diese Seite, die müssen wir aber bezahlen und da sind wir abhängig vom System. Wie wäre es denn mit einer weiteren Sache, eine Idee vielleicht nur? Und viele Leute werden, obwohl ihr seid in dem Alter, ihr könntet noch ohne leben. Aber was passiert? Handy, Internet, WLAN, so, also ich sagte, die jungen Leute, schon meldet sich jemand, oh, die nehmen nur mein Internet weg. Ja, Internet hat zwei Sachen. Ich werde das ein bisschen detaillierter machen. Das ist einmal Energie, um das Internet zu betreiben, und einmal Internetinformation. Ist das okay? Information auch nicht. Doch, das ist ja das Internet. Musik. Ach so. Ach so, na dann, doch. Ist das okay oder nicht? Ja, ich überlege gerade, was ich eigentlich will. Kommunikation. Da kann ich ja telefonieren, ne? Ja, das braucht, ja. Aber damit benutzt du auch das Netz der anderen. Kommunikation kann man entweder über Computer oder Telefon machen. Darf ich das auch? Briefe schreiben. Ja, ich überlege, wie wir es genau. Minimalistisch. Genau, also Kommunikation. Okay, after the lead. So, und Energie. Luft müssen wir demnächst auch bezahlen, über CO2-Zertifikate. Ja, stimmt. Jetzt schon. So, ich habe noch eine Sache, die ich vielleicht mit reintun würde, Mobilität. Also wenn man größere Strecken Sachen. Ist das okay? Ja. Ist aber nicht zwingend. Das E-Audio. Nein. So, ja, das ist in dem Fall ist das Mobilität, das ist viel von Mobbing und Bewegung, also. So, also Mobilität, genau. Eine Sache, die fehlt beziehungsweise, ja, ein bisschen ist es schon hier drin, aber es ist eine Sache, gerade wenn wir über neue Gesellschaftsformen reden, und das ist mir absolut wichtig und deswegen nehme ich mir jetzt die Zeit, das ein bisschen zu erklären. Eine Sache ist absolut wichtig und die vergessen wir bei allen Sachen. Ja? Ich weiß nicht, ob du das meinst. Mir wäre Freiheit doch wichtig. Freiheit, ja, definitiv. Mir die Sicherheit. So, Freiheit. Wo soll ich das hin tun? Da? Die Bezahlseite. So, nee, aber eine Sache, die absolut fehlt. Die immer wieder vergessen wird von allen, gerade von Leuten, die politisch aktiv sind oder in der Wirtschaftswelt oder, die in Griechenland nicht vergessen wird. Wer in meinen Vorträgen reingeht, der weiß das. Siesta. Spaß. Spaß. Freude. Käffi, genau. Käffi, Freude, Lebensfreude, Spaß. Ja, Spaß im Sinne von, weiß ich nicht, ja, dazu zählt Kunst, Sport, dazu zählt Tanzen, ja. Einfach das, was man aus dem Herzen ausmacht, diese Energie, die ist absolut wichtig und die erwähne ich immer und immer wieder. Es ist absolut wichtig. Wenn ihr irgendwas ohne Spaß macht, ist das nichts. So. Also, ich mache mal ein ganz großes Ding. Kostet es was? Nee. Wenn du Tennis spielen willst, schon. Wenn du tanzen gehst, meistens auch. So. Kostet was. So. Also, wie wäre es, wenn kleine Gruppierungen oder große Gruppierungen, wenn die anfangen würden, Strategien für genau dafür, für diese Sachen zu machen? Die Idee ist, wenn wir Essen, Wasser, Wohnung, Gesundheit, Kommunikation, Energie, Mobilität, Freiheit und Spaß haben. Wenn wir das den Leuten anbieten können, brauchen die noch irgendwas mehr? Meistens nicht. Ich will das. Mir war ganz klar, dass das jetzt kommt. Ja, weil so viel Müll, wenn da produziert wird, das gehört zu Spaß. Wir verwerten wieder. Ja.
Nein, aber. So. Das heißt also, jetzt stellt euch mal vor, ihr würdet in einer Gruppe sein. Und ihr müsstet Strategien dafür finden, wie ihr das aufbauen könnt. Wenn ihr das aufbaut, und wenn nicht nur ihr das baut, sondern viele andere Gruppen auch, dann könnt ihr diese Gruppen alle miteinander vernetzen und ihr würdet innerhalb einer eigenen Infrastruktur aufbauen. Das heißt, wenn ihr überall, wo ihr seid, Wasser bekommen könntet, hättet ihr eine Wasserinfrastruktur. Hättet ihr überall Essen, hättet ihr eine Essensinfrastruktur und so weiter. Je mehr ihr davon habt, desto freier könnt ihr leben. Das muss euch klar sein. Wenn ihr das, was da ist, also komplett anbieten könnt, für euch und eure Gruppe, weil alleine ist das nicht möglich, aber für eure Gruppe. Und wenn diese Gruppe mit den anderen zusammenarbeitet, dann seid ihr irgendwann unabhängig von den anderen. Natürlich bauen wir hier keine Parallelgesellschaft auf, ansonsten wäre der ADAC auch eine Parallelgesellschaft, weil wir werden versuchen, die Gruppen, dass sie miteinander sich gegenseitig helfen. Je mehr Leute mitmachen, desto besser ist es. So, also, hier geht es nicht um Parallelstrukturen schaffen, hier geht es darum, dass wir ein Backup machen. Was passiert, wenn die eine Infrastruktur zusammenbricht? Dann haben wir eine andere. Wann bricht eine Infrastruktur hier zusammen? Zum Beispiel bei? Energiekrise. Energiekrise, ja. Energiekrise, Inflation, Atomkrieg. Hungersnot, egal was. Weil irgendein Planer zum Beispiel allen Bauern die Acker wegnimmt und wir dann nicht genug zu essen haben. So, das hatten wir, also dieses Problem hatten wir zum Beispiel während der Pandemie. Nicht, dass ich darauf stehe, ich sag's trotzdem, die hatten nicht genug Masken. Da ist denen das erste Mal aufgefallen, wenn wir alles den Chinesen machen lassen, dann haben wir ja hier ja nicht genug, wenn alle was wollen. Richtig. Das Problem ist das Problem der Zentralisierung. Ob ich das gut finde oder nicht, spielt keine Rolle, aber die Idee ist genau das. Machen wir alles zentral, haben wir ein Problem. Machen wir es nur dezentral, haben wir auch ein Problem, weil dann zu viele Ressourcen für dasselbe gemacht werden. Machen wir aber eine dezentrale Zentralisierung, das heißt, wir machen zwar kleine Zentren, aber dadurch, dass es so viele Zentren sind, haben wir die Vorteile von beiden Systemen. So, aber dafür brauchen wir Infrastruktur. Ich würde jetzt gerne, nehmen wir mal ganz kurz die Freiheit weg, weil das haben wir auch schon gemacht. So, also, die können wir nachher nochmal extra besprechen. So. So, die Freiheit habe ich jetzt eingegrenzt. Also, lasst uns mal, wir machen jetzt mal vier Gruppen. Ich mache jetzt mal hier vier Gruppen. Ich möchte, dass wir vier Gruppen machen. Die erste Gruppe wird sich um dieses Thema Essen kümmern. Die zweite Gruppe wird sich um das Wasser kümmern. Wie kommen wir an Wasser dran? Die dritte Gruppe wird sich um eine Wohnung kümmern, also Obdach, egal in welcher Hinsicht. Also wie können wir Leute schützen, wenn wir da bauen? Das könnt ihr alles machen. Wie können wir Leute, die kein Obdach haben, wie können wir denen Obdach geben? Und Gesundheit. Wie können wir gewährleisten, dass Gesundheit funktioniert? Ganz kurz, die Aufgabenstellung ist klar. Ne? Jeder macht dazu, also jede Gruppe macht dazu Strategien. Ihr setzt euch zusammen und überlegt euch innerhalb dieses Themas, was machen wir. Aufgabenstellung klar oder hat jemand Fragen? Ja, absolut klar. Okay. Hat jemand keine Fragen? Wie groß ist die Gruppe? Du hast keine Fragen. Ja, genau, er hat keine. Du anscheinend schon. Ich habe auch keine Fragen. Ja, dann sollst du aber die Hand heben. Nein, ich guck. Nein, okay. Entschuldigung, jemand wollte was sagen? Wie groß die Zielgruppe dann, die du damit versorgen willst? Also, wir können, die Zielgruppe ist ganz Leute egal. Wohnung oder drei, also, wir gehen mal von einer Gruppe aus von 150 Leuten. So, wir haben eine Gruppe von 150 Leuten. Einfach als Start, Richtwert, Pi mal Daumen. So, ich gebe dem hier mal eine 1. Das jetzt 2, 3, 4. So, ich gebe einfach die Nummern durch und damit machen wir die Gruppen. Ist das okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 1, 2, du bist 2 jetzt. Du bist 3 und 4. 3, 4, dann bist du 4, genau. Also, du bist 1, genau. 1, nein, nein, nein. Ich, ja. Zwei. Drei. Drei.
4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Klappt doch perfekt, oder? So. Also, ihr habt eure Nummern im Kopf, weiß ich nicht. So. Die Nummer 1 setzt sich bitte hier hin, in diese Richtung. So. Die Nummer 2 setzt sich auf diese Seite. Die Nummer 3 setzt sich dahin. Die Nummer 4 setzt sich dahin. Und alle, die zuhören wollen, können trotzdem mit, sich mit dazu setzen. Also eine Sache, ich hasse eure Gruppe. Ich habe in den letzten 24 Stunden... Nee, gestern früh erstmal Frühstück und heute Mittag mein nächstes Frühstück gekriegt. Und zwar seitdem nichts mehr. Ich hätte mal all die Helfer gebraucht, das sagt, ich habe nicht gewartet. Nee, das kann ich nicht. Da ist Gluten drin, ne? Gluten. Vegan ist gut. Das ist nicht, weil ich böse. So, wer ruft mich jetzt denn an? Ja, hallo, schönen guten Tag. Nee, ich stehe jetzt im Workshop. Ich bin ein bisschen schwerhörig. Ja. Das sagt meine Mutter auch immer. Haben wir von heute oder was? Da laut zu. Ja, ich habe euch beide gemacht, eigentlich. Wie viel Zeit haben wir alles, was wir heute? Pass auf, sagte Markus, Superman hat das gesagt, der Markus kennt mich. Das ist der Mark Mobil, sagt den Mark Mobil, hat das gemacht. Und dann ist da ein Fehler. Weil ihr beide seid der Sänger bei mir. Und morgen muss er auch bei mir singen, weil ich keinen Sänger habe ansonsten. Ja, so. Okay, super, danke. Ciao. Stichwort, wir brauchen noch mal. Wir brauchen noch ein paar Parameter. Zeit. Mach das mal ohne. Also, ihr habt bis wieder bis null während Termine. Ich bin hier Deutscher, oder? Wir müssen noch tanzen. Ja, also, achso, wie lange wir das jetzt machen, meinst du? Achso. Achso, wir haben ungefähr 7 Minuten Zeit. 7. Das ist das Stichwort. Ja. Ach so, wir haben es gestern nicht gesehen. Also bis 5 nach halb. Also, ihr habt Zeit bis 5 nach halb. Wohnung insgesamt. Das war auch ich will, was für ein Thema habt ihr? Wasser. Wasser. Ich würde gerne wissen, wie komme ich an Wasser in einer Welt, ohne dafür zum Beispiel zu bezahlen oder ohne dafür das, was die Stadt oder irgendwas anbietet. Ich möchte was trinken, wenn ich verdurste. Wenn es keine Ausbildung gibt, dann brauchen wir vielleicht Geld. Das ist teurer. Aber Brunnen wäre zum Beispiel eine Sache. Klar, dann suchen wir Leute, die es zusammen machen. So. So. Ist an? Ist an. Ja. Also, was wir jetzt machen ist, ich habe den Leuten ein bisschen Zeit gegeben, selbst darüber nachzudenken, was für Strategien sie wählen würden, damit sie diese 7+1 Strategien, die wir unter anderem bei Helfer haben, aber nicht nur bei Helfer, sondern diese Sachen sollte jede Gruppe überall haben. So, warum? Wenn wir diese Infrastruktur aufbauen, bitte nicht doppelt, also doppelt ja, aber nicht dreifach, hundertfach, tausendfach, sondern auf jeden Fall mindestens ein Backup. Wenn diese Strategien tatsächlich umgesetzt werden und eine von diesen Infrastrukturen ausfällt, dann haben wir auf jeden Fall ein Backup, wo wir uns gegenseitig helfen können. Damit wir nicht ständig vom Staat erwarten oder von der privaten Wirtschaft erwarten, dass wir da was kriegen. Weil im schlimmsten Fall werden wir es nicht tun. Aus diesem Grund machen wir Menschen zusammen neue Infrastrukturen. Und wenn die anderen nicht
was anbieten können, können wir es machen. Und sollte aus irgendeinem Grund uns das verwehrt werden, können wir das den Menschen trotzdem weiter anbieten, weil wir halt für Menschlichkeit sind. So, jetzt werden wir noch weiter in 5 Minuten ungefähr warten, bis die Leute irgendwas haben und dann werden wir die Ergebnisse für alle präsentieren. Danke sehr. Also das heißt, dass welche, die da drin gewohnt haben, ja, verdammt, wir sind leider Wohnungsgenossenschaft, die Körper übergeben, weil sogar ja, bei einfach nur, weil da einige Leute Doping gemacht haben und sich meine Tafel gekrallt haben, müssen die jetzt allerdings auch als erstes ihr Konzept vorstellen. Also, nur für jetzt sind ein paar neue Leute dazugekommen. Aus diesem Grund würde ich gerne noch einmal ganz kurz die Aufgabenstellung zusammenfassen. Also, uns ging es gerade darum, wie können wir eine Infrastruktur aufbauen, damit, wenn Leute zum Beispiel vom Staat nicht akzeptiert werden oder wenn einige Leute, warum auch immer, aus dem Raster rausfallen oder wenn Gruppen diskriminiert werden oder, dass wir eine alternative Infrastruktur haben, wo wir uns gegenseitig unterstützen und helfen. So, um das zu machen, haben wir 8 Sachen gefunden, die wichtig sind, dass wir dafür alternative Strategien selber, also unsere eigene Gruppe, dass die sie rausbringt. So, wir hatten einmal Essen, Wasser, Wohnung und Gesundheit. Wir fangen an mit dem Wasser, auch warum auch immer was drin da steht. So, also, naja, die nächste, da fehlt Papier, also da müssen wir auch eine Strategie für Papier. So, also, einmal die Wasserleute, wer möchte bitte da vortragen? Ralf, mach du mal. Ja, also, ja, das ist noch der das geklaut hat. Bitte sehr. Die Erklärung war in der Hinreichung wenig definiert, von daher mal bewusst gebrainstormt, wo man überhaupt das Wasser herkriegen könnte. Man könnte irgendwie Gewässer finden, wo ist da einfach Ausschöpfung oder Süßwasser aufbereiten, Regenwasser sammeln, irgendwelche Quellen finden. Vielleicht kann man sogar irgendwie das Pflanzen, das Wasser irgendwie nutzen. Ja. Und dann so, egal wo du jetzt rangehst, hast du immer so die Frage, ist das Wasser noch aufbereiten, gibt es ja was mit Filtern zu machen oder was mit Transport. Genau. Dann musst du das weiter reindrillen, aber genau. Weil jetzt an zu Ende. Ja. Ich weiß, es tut mir leid, ich werde versuchen euch gleich ein bisschen mehr, ich muss gucken, wie wir das aufbauen. Also, okay, erstmal vielen, vielen Dank. Danke dafür. So, also, eine Sache. Ihr habt also Gruppen. Es wäre wichtig, immer eine Alternative zu haben, gerade was Wasser angeht. Ihr solltet immer irgendwo Wasser haben. In Europa ist es noch relativ einfach. Dazu biete ich als Idee bei OSM, OpenStreetMap, könnt ihr Trinkwasser eingeben. Und da sind natürliche Quellen, die nochmal per Hand aufgearbeitet wurden, so dass ihr da drankommen könnt. Aber natürliche Quellen sind da, stehen da drinne, wo ihr Wasser bekommen könnt. Und zwar von Brunnen, also natürliches Wasser aus dem Boden. So, OSM, OpenStreetMap. Ich dachte, ohne Infrastruktur zu nutzen von dem System. Ja, aber das liegt frei raus. Da musst du nichts bezahlen, da musst du nichts machen. Die sind da, auch egal, was passiert, die werden weiterhin funktionieren. Also, okay, also macht Sinn, so eine Karte irgendwie zu haben. Genau, genau. Also genau. Ich wohne in den Baumbergen, da gibt es mehrere Quellen, also 7 Quellen, aber eigentlich sind sie, also man kann da ran und so, aber offiziell sind die also sozusagen nicht für jedermann zugänglich. So, sind die unter Naturschutz. Also man soll da nicht kein Wasser nehmen. Das weiß ich nicht, wie das bei den, auch wenn da bei OpenStreetMap steht, ob das. Also bitte haltet euch an die gängigen Regeln. Wenn es da keinen Zugang zu gibt, ist es eure Aufgabe, Brunnen zu machen, damit ihr an das Wasser kommt. Es ist immer gut zu wissen, wo sind die Wasserquellen. Ganz wichtig. So, hier wurde einmal gesagt, Brunnen. Ja, finden, Wasser, bohren, suchen, ähnliches. Super geil. Das ist, ne, dazu sollte man wissen, wie man Brunnen bohrt. Wir haben hier Wasserzisterne. Das Regenwasser, nur dass ihr das wisst, das ist quasi destilliertes Wasser. Nichts anderes. Eines der gesündesten Wässer, die man hat, wenn keine Chemie irgendwo durch die Gegend
geschubst wird. So, muss man leider sagen. So. Wir reden hier, also ich rede hier nicht vom Geoengineering. Es gibt ja keine Chemtrails, nur dass ihr das wisst. Chemtrails gibt es nicht, das nennt sich Geoengineering. So, nur dass ihr es gehört habt, ganz offiziell, sagt auch der Staat, nur dass wir es angehört haben. So, also, Gewässer. Natürlich, Gewässer, Süßwasser, ganz wichtig. Verdunstung und ähnliches. Pflanzen könnte man auch machen, auch da gibt es sehr schöne Quelle finden. Ja, Wasseraufbereitung. Zu Wasseraufbereitung, Filter und Wassertransport. Wer bei mir heute Morgen ätherische Öle gemacht hat, der weiß, dass es noch eine weitere Sache gibt. Das wäre Destillation. Wieso schreibe ich das immer mit einem L? Destillation. Kann das jemand lesen? Nein, dann kommt nach vorne. Destillation. So, also destilliertes Wasser ist sehr, sehr gesund. Klar, ich hoffe, es ist sehr gesund. Destilliertes Wasser bringt dich um. Du musst schon ein bisschen Salz drin haben. Nein, stimmt nicht. Hundertprozentig nicht. Im Gegenteil, es macht dich sogar gesund. Destilliertes Wasser hat sehr viel Sauerstoff drin. Dieser Sauerstoff pustet dir die Adern frei. Du hast recht, da drin sind keine Mineralien, aber da drin können, kommt drauf an, was für ein Wasser du hast, ein Hydrolat, hätte zum Beispiel ätherische Öle drin und ähnliches, die sehr gesund sind. Aber die Mineralien, die du von dem Wasser kriegst, kriegst du bei jedem Salat, kriegst du mit rein. Das bedeutet, du stirbst nicht. Ich kenne Leute, die über 6 Jahre jetzt schon, oder jetzt schon 7 Jahre, nur destilliertes Wasser trinken und die haben nichts. Im Gegenteil, die werden weniger krank. Du musst viele, viele Liter trinken, dass das ausspielt. Ja, also wenn du fast, wenn du nur fastest, wüsste ich auch nicht, ob man das machen sollte. Nur fasten. Aber kaum isst du irgendwas. Aber destilliertes Wasser, das kenne ich. Aber im Gegenteil, wie gesagt, ich arbeite. Also ich habe jetzt mit einem Herrn zusammengearbeitet, der hat nur destilliertes Wasser gemacht. Das ist eines der gesündesten Wässer, die es gibt. Da kommt noch nicht mal der Osmosefilter. Also der schafft das nicht. Weil durch das destillierte Wasser, wie gesagt, entweder ätherische Öle oder ähnliches, oder alleine schon der Sauerstoff, der da drin ist, der macht die Menschen gesund. Das nur mal so als Hintergrund. Der kann es auch wieder anreichern, wenn man möchte. Das destillierte Wasser mit Steinen anreichern zum Beispiel. Ja, das kann man auch machen. Ja, ja, klar. So, aber die haben doch auch Chemtrails. Egal, Geoengineering meine ich. So, okay, super. Das ist das eine. Was haben wir noch? Jetzt haben wir Essen. Das ist immer das Erste, was man sagt. Wer hat Essen? Ich will gerne auch essen. Also gib mir das ab. Wer möchte schreiben, reden, tun? Sehr kontroverse Diskussion. Okay, dann ab nach vorne. Falls musst du auch nicht nach vorne gehen, das zeige ich. Okay. Ich glaube, wir haben zwei Teile, die man auch untereinander also unterschiedlich erzählen kann. Also die erste Frage war, sprechen wir hier über die kurzfristige Versorgung mit Lebensmitteln oder über die nachhaltige Versorgung mit Lebensmitteln? Weil eines unserer großen Probleme ist, der Grund und Boden, der wird uns weggenommen. Mhm. In Brandenburg ist es derzeit ganz aktuell, dass die Supermarktketten die Grundstücke, die Landwirtschaftsflächen aufkaufen. Mhm. Die Landwirte selber können sie nicht mehr halten. Die werden ja immer mehr drangsaliert und die Supermarktketten haben genügend Geld auf dem Konto, stellen den Koffer hin und übernehmen die landwirtschaftlichen Flächen. Das heißt, wir haben immer weniger Orte, an denen wir uns darum kümmern können, unser eigenes Lebensmittel zu produzieren. Mhm. Auf der anderen Seite, da kannst du mal sozusagen andocken. Ich weiß nur, David Sacken dazu, Rietzmar hat, glaube ich, vor 20 Jahren begonnen, Mecklenburg-Vorpommern aufzukaufen. Also vom Osten bis zum Westen. Da kann man durchlaufen, durch die Ackerfelder. Wie heißt das? Rietzmar. Ich glaube, der E. Rietzmar heißt das schon. Ja, okay. Das spricht man so aus. Ja, Rietzmar. Das wollte ich nur mal so, also dieses Thema überhaupt, dass die Flächen weggenommen werden, war, ist klar. Sorosche Konsorten haben 17 Millionen Hektar Land in der Ukraine gekauft. Also ja, einer der größten landwirtschaftlichen Flächenbesitzer ist unser lieber Freund Billy Boy. Ja. Also diese Unternehmer haben alle die landwirtschaftlichen Flächen aufgekauft. Die wissen ganz genau, dass daran unsere Zukunft hängt. Ja. Die Frage ist, was für eine Strategie machen wir, damit wir was essen? Jetzt kommt der zweite Punkt, das war so dein Beispiel, dass du gesagt hast, sie hätte vielleicht eine landwirtschaftliche Fläche, ja, die man gemeinsam bestellen könnte. Sie findet keine Leute. Okay. Nochmal die Strategie. Also Strategie haben wir,
geht in die Urproduktion, Ackerflächen, die Bauern, die noch können, die noch wollen, die haben tatsächlich Fläche, die sie nicht alle beackern können und die treten sie ab für einen Obolus, wenn eine Gruppe kommt und die tatsächlich pflegt, Landschaftspflege, irgendwie gibt es da so Verordnungen. Und dann darf man darauf Urproduktion betreiben, das ist kein Gewerbe in Deutschland. Man pflegt die Sachen, man kann auf dem Acker, dann darf man auch verkaufen, aber wirklich nur da, weil Verkaufsstand ist schon wieder Einzelhandel. Und das heißt, wenn wir über unsere Selbstversorgung eine Gemeinversorgung machen und ein wenig überproduzieren, nicht nur an uns denken, schon wieder an die anderen, dann könnten wir einen Beitrag leisten zu der nächsten Gruppe, ja, zu wohnen oder whatever. Wir wären dann ein Teil von dieser Essensversorgungsgemeinschaft. Ist das nicht diese solidarische Landwirtschaft? Nein. Urproduktion gibt es schon immer und ewig. Und jeder Landwirt, jeder Gärtner kann das haben, ist aber nicht so bekannt. Ach so. So von der Seite. Da gibt es das Sägewerk, die Molkerei, die Landwirtschaft, die Gärtnerei. Alles, was mit Ur und nicht veredelt ist. Mhm. Und da kommen wir, glaube ich, auch sowieso wieder hin, weil wir das andere Zeug ja schon, was da alles drin ist, gar nicht mehr so brauchen. Dann haben wir aber rausgefunden, was wir jetzt sofort tun können, ist essen, jeder, dem es möglich ist, eine Tasse Reis mehr zu kochen und seinen Nachbarn vielleicht einzuladen, der es nicht so hat. Mhm. Also vielleicht mal eine Oma, die alleine ist, dann kommen wir nämlich in soziale Prozesse, uns auszutauschen, währenddessen wir essen. Es gibt nichts Kommunikativeres als Essen, finde ich. Über die Themen wieder sprechen und uns darüber zu verbinden. Kochen, Gemeinschaft, Essen finden. Wir hatten auch Foodsharing, also man kann tatsächlich dann so viele Tonnen an Lebensmitteln weggeworfen, jeden Tag. Ich mache Foodsharing gleich seit 15 Jahren. Finde ich alles gut, wohin das geht. Es geht nicht nur um Lebensmittel, also es geht nur ums Lebensmittel retten, es geht aber nicht um soziale Foodsharing, da habe ich schon auch meine anderen Antennen dafür. Aber im Prinzip wird überall täglich Essen weggeworfen. Da kann man mal zum Wochenmarkt gehen und mal fragen, hey, unsere Hausgemeinschaft, was ist übrig geblieben? Das kann man alles sofort tun, damit wir uns ernähren. Also eine App dafür, die heißt Too Good To Go. Ja, nee. Foodsharing ist nicht Food To Go. Das nicht wegschmeißen. Nee, da musst du es ja auch kaufen. Ja, aber mit einem geringeren Preis und das, was übrig ja bleibt. Ist was anderes. Ja. Okay. Und dann war immer dieses, weniger Erwerbstätigkeit. Und wenn die Not begriffen wird, dass die Felder wegkommen und wir gehen aber eigentlich arbeiten, damit wir ja das Geld haben, um Essen zu kaufen. Aber wenn jemand demnächst bestimmt, welches Essen wir nur noch kaufen können, um das zu essen, dann ist eine Logik entstanden, dass wir selber uns bemühen, auf die Felder zu gehen und auch noch verstehen, was wir eigentlich anbauen, um uns zu machen, also weniger Erwerbstätigkeit in die Urproduktion oder aufs Feld zu gehen, die Bauern zu unterstützen, diese Dinge, also dieser Kreislauf wieder. Okay, sehr schön. Noch irgendjemand was zu dem Essen? Nein? Okay, sehr schön. Erstmal vielen, vielen Dank. Danke sehr. So, okay, also, einerseits, ihr seht, das Problem ist, dass wir mit diesem Denken wir müssen es erstmal wieder lernen. Das Erste, was wir machen, ist, Strategie, wir wollen essen, ist das Erste, ja, aber es kommen Probleme auf uns zu. Richtig. Aber die Strategie des Essens ist erstmal ganz wichtig. Wie kriegen wir das hin, dass ich von mir ist veganes Tofu oder mein Fleisch oder meine Spaghetti oder was auch immer auf meinem Teller habe. Wie im Supermarkt. Ah ja, vor 2 Jahren durftest du da teilweise nicht hin. So, also, die Idee ist also, wie kriegen wir das hin? So, es werden Sachen gekauft. Jetzt merken wir, wir kommen in Konkurrenz. Es gibt nur ein bestimmtes Stück Land. Und entweder haben wir das oder die. Diese Idee, und das ist ganz wichtig, deswegen hole ich die nochmal raus. Diese Idee findet auch bei euch statt. Jede Gruppierung, die dasselbe Thema hat, die konkurriert miteinander. Was wir machen müssen bitte in Anführungszeichen, ist, dass wir nicht in Konkurrenz treten, sondern in Zusammenarbeit. Zumindest, wenn wir anständig vorgehen. So, wenn irgendeine Gruppe irgendein Thema hat und die sind gut darin, dann sollte die andere Gruppe nicht dahinter stehen,
sondern sie sollte mitmachen. Und zusammen sollten sie genau dieses Thema bearbeiten. In unserem Fall ist ein Großkonzern derjenige, der die Ackerflächen aufkauft. Was können wir damit machen? Enteignen wäre eine Sache, aber dafür müssen wir warten, bis die anderen dran gehen. Nein, wir gehen da nicht mehr einkaufen, sondern wir kaufen alles andere auf und arbeiten daran, dass wir so viel zu essen haben, dass wir nicht mehr bei ihm einkaufen. Dadurch wird er pleite und irgendwann muss er verkaufen. Mecklenburg-Vorpommern gibt es genug Land, was man kaufen kann, weil es einfach sich nicht lohnt, da zu investieren, zumindest für Großfirmen. Aber für viele Menschen lohnt es sich schon, weil Mecklenburg-Vorpommern, ich weiß gar nicht, warum das so leer ist, das ist ein super geiles Land dort. Also ich war da. Naja, egal. Aber wirtschaftlich macht es keinen Sinn. Menschlich schon. Also, fangt an zu denken und fangt an, für euch vorzusorgen. Also Wasser ist wichtig, Essen ist wichtig. Kaufland sollen wir aufkaufen? Nee, ist zu teuer. So, also. So, wir hatten noch Wohnungen. Wer mag Wohnungen präsentieren? Gemalt oder nicht gemalt, ist mir wohl. Mündlich. Aber okay. Abend und die Gruppe unterstützt mich dabei. Auch ein großes Thema. Wohnen ist ein Menschenrecht. Und aus dem Grund haben wir ein übergeordnetes Ziel, dass eben Wohnen bezahlbar sein muss. Mhm. Und wir wollen auch unserem Vorhaben so, ja, so schlechte Entwicklung nicht unterstützen, eben Gentrifizierung und Asphaltätze und solche Dinge, eben Spekulation mit dem Wohnungen und sowas. Das wollen wir nicht unterstützen. Das kann man ja auch entsprechend dann machen. Mhm. Eine Ausgestaltung. Wir haben uns erstmal überlegt, was brauchen wir? Mhm. Wir brauchen Berufsgruppen, also Handwerker, Bauleute, mhm. Juristen, mhm. Leute, die sich mit, ja, mit Wohnungsrecht und sowas auskennen. Mhm. Wir brauchen Infrastruktur, geht es auch, ne? Wasseranschlüsse, Elektrizität, mhm. Internet dergleichen, Werkzeug, Material brauchen wir. Mhm. Dann natürlich Land, Grundstücke, Immobilien. Das ist so das Setting, was man erstmal mit man sich befassen muss. Und dann geht es auch um die Leute, die da wohnen. Ne? Mhm. Ja, verschiedene Arten wohnen. Also ältere Menschen, Familien, Singles, mhm. die haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die müsst ihr im Auge behalten. Und dann, wie geht man vor? Ne? Also, die Zeitrahmen, ich habe jetzt nicht so viele Punkte sammeln. Also, man könnte Projekte übernehmen, die bereits am Laufen sind. Mhm. Beispielsweise, da hat man schon die Handwerker etc. Ne? Also, ja. Projekte übernehmen. Was auch wichtig war, was wir gesehen haben, dass sich in diesem Vorgehen die Leute, die da wohnen, sich auch einbringen müssen. Also einfach nur, da wohne ich jetzt und zahle meine Miete, das wird so nicht funktionieren. Sie werden sich kümmern müssen, gemeinschaftlich dann auch. Mhm. Gartenarbeit, Instandhaltung, solche Dinge. Ja, eben was die Qualität anbelangt, gibt es natürlich unterschiedliche Vorstellungen dann, eben wie komfortabel soll es eigentlich sein, dass es vernünftig ist. Ne? Ja. Also das sind jetzt Dinge, die ich mir notiert habe. Gibt es, ach ja, und dann hatten wir noch, wie man wohnt. Ne? Also in Generationenhaus, autarkes Wohnen und solche Dinge. Mhm. Ja, darum wird man sich kümmern müssen. Gibt es noch Ergänzungen von der Gruppe? Ich fand tatsächlich den Punkt autarkes Wohnen gar nicht so unwichtig, weil wir auch über Ressourcen sprechen. Und es gibt so Projekte wie, das nennt sich Own Home oder so, also wo es um Wasserkreisläufe geht, wo du mit deinen 500 Liter Wasser oder 200 Liter Wasser, die du gar nicht mehr rausbringst aus dem Haus, dass du halt unabhängiger bist. Also müssen wir mit so einem Wohnprojekt auch gar nicht angeschlossen sein, wo es an irgendeinem Stadtsystem oder was. Ja, super und wichtig. Sehr schön. Sehr gut. Ich möchte nur mal ein paar Sachen, vielleicht mal, was das Wohnen angeht, beispielhaft zeigen, was wir momentan haben. Und was ihr machen könntet, wenn ihr zusammenhalten würdet. Stellt euch mal vor, ihr habt eine Wohnung, zahlt ihr 1.000 Euro Miete. In 12 Monaten ist es was? 12.000 Euro Miete. Jedes Jahr, dass wir drauf gucken, wird es natürlich immer mehr. So, wenn ihr aber als Gruppe zusammenhalten würdet, ich sag jetzt mal, ihr nehmt 2, 3, 4, 5 Leute auf für ein Jahr oder 2 Jahre und ihr würdet das Geld, was sie normalerweise ausgeben würden, nicht zahlen, sondern ihr würdet es sparen, damit ihr damit eine andere Wohnung kauft, würden sich die Kosten schlagartig
halbieren oder sogar noch viel mehr. Es kommt darauf an, wie die Grundsteuer ist, bla bla bla. Aber ihr würdet weniger Geld zahlen. Dieses gesparte Geld könntet ihr ausgeben, um neue Wohnungen zu kaufen. Und die wiederum neue Wohnung, bis ihr alle nicht nur Eigentum habt, sondern bis ihr alle relativ wenig zahlt. Das heißt, ihr könntet autark sein. Ihr könntet euch aber auch hinsetzen, ein Stück Land kaufen oder geschenkt bekommen, um da zu wohnen. Jetzt sagt jemand, ja, das ist ja blöd. Natürlich, super Idee, aber da kommt irgendwas dazwischen. Richtig, da kommt immer was dazwischen. So, wir bei Helfer haben Folgendes, nur als Beispiel, genau zu dem Thema. Wir haben 100 Hektar Wald bekommen, Sägewerk. Wenn wir da die, die Handwerker hätten, könnten wir mit dem Holz alleine schon Häuser bauen. Wir brauchen nur Leute, die das machen. Richtig. Zweitens, wir haben mehrere Hektar Land, Rohbau. Wer da hingehen will, in der Eifel, wir hätten ein Haus, das müsste gebaut werden. Man darf darin wohnen, Permakultur vorne anpflanzen. Das Essen ist nicht nur für die eigenen Leute, die da wohnen, sondern auch für alle Helfer, die da sind. Könnte man machen. Das heißt, was ist die Idee? Die Idee ist, wenn einer von euch eine Wohnung verliert, dann verliert ihr einen Kameraden oder ein Mitglied oder jemanden, einen Freund, einen Familienteil aus eurer Gruppe, weil er hat keine Wohnung. Es ist eure Aufgabe, dass eure Gruppe anständig funktioniert. Es ist aber auch nicht seine Aufgabe, euch auszunutzen. Die Strategie für die Gesellschaft ist, dass wir aufeinander aufpassen und uns gegenseitig helfen. Solche Systeme, das war jetzt ein Helferding, was ich kenne. Ich kenne auch ein anderes von, ich weiß nicht mehr, welche Gruppe das war, irgendwo im Norden, die das auch so ähnlich machen. Die unterstützen sich gegenseitig. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu unterstützen, indem wir bauen, indem wir miteinander wohnen, indem wir uns wirklich unterstützen, haben wir auf einmal den nächsten Schritt geschafft. Und das hat mit Demo nichts zu tun. Die Infrastruktur, die sollte da sein. Man kann diese Häuser, diese Wohnung auch vermieten. Ist ja nicht das Ding. Aber die Gruppe selber soll davon profitieren, und zwar alle zusammen. Bitte sehr. Das ist in Deutschland sehr selten, gibt es das Wohnen für Hand. Also Wohnen für was? Wohnen für Hand. Also ich wohne irgendwo, zahle nichts dafür, aber ich bin da beteiligt, im Haushalt zu helfen, auf den Feldern zu helfen und so weiter. So, solche Konzepte sind in Deutschland sehr ungewöhnlich. Also in anderen Ländern ist das ganz normal. Mhm. Tatsächlich, gerade so im südeuropäischen, macht man das sehr häufig. Ja. In Deutschland ganz selten, dass so solche Konzepte da sind. Also, wichtig, überlegt euch solche Konzepte. Es ist ganz, ganz wichtig. Ach so, zum Wasser fällt mir noch eine Sache ein, das muss ich noch nachschieben. Wie kriegt ihr sauberes Wasser? Das ist ganz, ganz wichtig. Das habe ich mal gelernt. Ich dachte, okay, das posaunst du jetzt jedes Mal raus. Das ist ganz wichtig. Ihr geht in irgendeinen Fluss, ganz egal welcher Fluss. Ihr geht zu dem Fluss hin, habt am besten eine Plastikflasche oder eine durchsichtige Flasche. Sie muss durchsichtig sein. So, macht sie voll. Bevor ihr sie voll macht, nehmt ihr ein Stück Textil. Tut oben da drauf, dass ihr so eine Mini-Filterung habt, dass die gröbsten Teile, die da nicht reingehören, weg sind. So, dann stellt ihr das Ding 12 Stunden in die Sonne. Dann könnt ihr das trinken. Die Sonne desinfiziert das Wasser. Jeder, der am Strand ist, versucht immer das Wasser zu verstecken nach dem Motto, oh ja, das ist schlimm. Das ist eigentlich das Gesündeste, was man machen kann. Warmes Wasser zu trinken und dann auch noch in der Sonne, das desinfiziert. Nur eine Sache, wie ihr euch euer Leben gegebenenfalls retten könnt, wenn ihr mal kein Wasser habt. Das nur mal so als Idee. So, okay, das mit dem Wohnen. Auch sehr gut. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. So, das sind alles einfache Sachen. Ja, aber... Ah, nee, dazu komme ich dann später. Was war das Nächste? Das, Gesundheit. Gesundheit. Danke sehr. Ja. Wer möchte sprechen? Bitte sehr. Also könnt ihr ja da was einwerfen, wenn ich da was vergessen habe. Ja. Also grundsätzlich haben wir ja gesehen, dass man ja das Thema aufteilen muss, so in die Gesundheit im Sinne von präventiv, sag ich mal. Gesunde Lebensführung und so, Ernährung und auch Bewältigung von so einfachen Krankheiten wie Grippe oder so. Und dann halt die Notfallbehandlung, also wenn das jemand was bricht oder eben, also Verletzungen hat oder eben Vergiftung eben auch. Diese beiden Sachen, die brauchen eine akute medizinische Versorgung. Das heißt, bei unseren 150 imaginären Leuten haben wir gedacht, würden wir dann die ansprechen, die eben jetzt eine Ausbildung schon haben als Arzt oder Pfleger und die
darum bitten, eben, ob sie diesen Part übernehmen wollen, dass sie eben diese Pflege dann da oder diese Heilung von diesen krassen Sachen, eben wie Verletzung, Vergiftung, schon mal übernehmen kann, also die Notfallversorgung. Mhm. Und dass man dafür eben auch bereitstellen müssen, eigene Kapazität, also mit Notfallkoffer und Unbedingungen und Medikamente und so Sachen. Und dann eben auf der anderen Seite aber auch so Kräutergarten anlegen, mhm. wo dann eben die ganzen Kräuter wachsen, mhm. für die präventive Gesundheit bzw. auch Heilung von so Krankheiten. Mhm. Und da müssen sich halt Leute drum kümmern und man müsste gucken, wie man das organisiert. Im Grunde kam man dann auch auf die Diskussion, dass wir dann auch so irgendwie das System kopieren würden, wenn wir jetzt so eine Art Krankenversicherung einführen würden. Ja, dass man sagt, also ihr das macht, ihr kriegt einen Credit, mhm. also irgendwie einen Schein da, dass ihr da was gemacht habt. Ihr könnt das dann auf der anderen Seite, habt ihr da was gut bei der Gemeinschaft? Oder ob man das dann mit Geld so macht, irgendwie, was er einfach bezahlt. Da ist dann die Frage, wie man das organisiert. Also mhm. so praktisch wie eine interne eigene Krankenversicherung oder wie das hat. Da sind wir aber dann auch noch nicht mehr weitergekommen, weil da die Zeit rum war. Ja, okay. Das ist jetzt also der Short. Ja. Okay, sehr schön. Also, ja. Einmal präventiv. Präventiv ist eine sehr, sehr gute Maßnahme, erst gar nicht krank werden. Wie wird man gar nicht erst krank? Nicht zum Arzt gehen. Es gibt, ihr lacht, es gibt tatsächlich eine Studie, die zeigt, je mehr Ärzte in einer Stadt sind, desto kranker sind die Leute. Das ist kein Scherz. Hilf dir selbst, sonst okay. hilft der Arzt. So, also. Das mit der Prävention ist sehr, sehr gut, ist sehr, sehr wichtig. Um das zum Beispiel zu machen, müssen wir anfangen, unser Leben ein bisschen zu ändern. Also nicht nur das Essen. Essen ist sehr, sehr wichtig, aber nicht nur das Essen. Auch die Art, wie wir miteinander umgehen. Weniger Stress, weniger Angst führt dazu, dass man gesünder ist. So, das zeigen auch sehr viele Studien, weil man selber sich kaputt macht. So, das ist eine Sache, sehr gut. Bei der Heilung. Bei der Heilung fehlte mir nur eine Sache, das ist das Lernen. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Arzt hier. So, du bist Ärztin, du weißt das nicht, oder? Kannst dich noch erinnern? Sehr gut abgeschnitten. So, also, diese Ärztin ist eine Frau. Jetzt werden 10 Leute hier krank. Muss sie richtig viel arbeiten. So, lehrt sie aber 10 oder 20 Leuten das, was sie macht, hat sie auf einmal viele Ärzte. Ich rede nicht davon, dass ihr alle super Chirurgen werdet oder irgendwas. So. Aber für die Kleinigkeiten, für die Mittleren, keine Ahnung, kommt drauf an, wie gut ihr seid. Muss auch nicht jeder das können. Aber die Leute, die das können, die Leute, die das wollen, die sollten es machen können. Und genau das ist dann die Idee, wenn ihr anfangt, die Idee, das, was ihr macht, zu verteilen, dann braucht ihr irgendwann mal dieses Schuldsystem nicht mehr zu machen und auch nicht damit umzugehen. Ja, ja. Ja. Wir hatten das als Element schon drin, auch einfach diesen Wissenspool, ja. Bereicherung an medizinisches Wissen haben wir jetzt größer gefasst. Also, ja. Da was zu organisieren, der, ja. der was weiß, teilt das. Genau. Das ist sehr schön. Wir hatten heute Morgen ätherische Öle und Destillation beigebracht und da habe ich den Leuten gesagt, wir versuchen, wenn ich sage wir, meine ich Helfer. Aber das ist nicht Helfer, tschüss, sondern jede Gruppierung. Wir versuchen ein Netzwerk aufzubauen, wo man zum Beispiel mit ätherischen Ölen tatsächlich Leuten hilft. Ich habe hier eine Dame, die auch öfters auf der Bühne ist. Ihr habe ich sofort geholfen, auch als Nichtarzt, wie mit ätherischen Ölen. Das funktioniert, das kann jeder. Man sollte nur ein bisschen wissen, wie das geht. Ärzte sollten das nochmal überprüfen. Auch die Ärzte kamen zu mir und sagten, ey, du hast doch das und das, kannst du mir das kurz geben? Ich muss das bei einem Patienten anwenden. Das war hier, also heute in den letzten 3 Tagen. Jeden Tag habe ich eine Anfrage gekriegt. So, es funktioniert. Und die Leute haben selber zugegeben, ne, da warst du, glaube ich, dabei, es funktioniert. So, wenn man diese Kleinigkeiten wieder lernt, wenn man ein Netzwerk aufbaut, wie wir uns gesund halten und wie wir uns wieder gesund machen, ja, dann viel Spaß. Wie gesagt, das wird nicht helfen bei den krasseren Sachen wie OPs oder ähnliches. Da werden wir auch immer Leute brauchen, die das Handwerk können. Das kann nicht jeder lernen. Also es können wahrscheinlich viele ein bisschen was, aber nicht jeder. Gut. Aber Knie- und Hüftgelenke werden dann wahrscheinlich wesentlich weniger operiert werden. Ne? Ja, definitiv. Also. Und das ist genau die Idee. Fangen wir wieder an. Warum ist ein Schuldsystem gerade bei Krankheit absolut zu vermeiden? Ich meine, jeder, der mich kennt, der weiß,
Ich bin ein Freund davon, dass wir kein Geld benutzen, aber darum geht es nicht. Gerade bei Krankheit ist es absolut notwendig, dass wir da kein Geld benutzen. Weiß jemand warum oder kann sich das jemand vorstellen, warum? Energetische. Profit? Was? Energetische Heilung, das ist dem Hitler. Ja, aber warum dürfen wir kein Geld benutzen? Gerade bei Krankheiten. Weil die Konzerne gar kein Interesse haben, dass wir gesund sind. Genau. Stellt euch mal vor, ich bin Arzt. In diesem System jetzt. So, du bist gesund. Ist schlecht für mich. Ich bin Biotech. Gut, dann habe ich auf jeden Fall sehr viel Kohle von dir demnächst. Ich denke, das ist doch, da kann ich dich eben. Sag ich ja. So, also, ne? Du bist gesund, ist blöd für mich. Wenn du tot bist, ist auch blöd für mich. Wenn du aber krank bist, wo mir richtig einer so, oh, das, wenn du chronisch krank bist, hast du meine Rente bezahlt. So, da habe ich gestern ein Gag gebracht für die Leute, die es mich mitbekommen haben. Ich glaube, da war nur einer oder zwei. Egal, dann kann ich den nochmal bringen. Also, das ist leider, ne, ich sagte Gag, das ist aber kein Gag. Leider ist das wirklich so passiert. Es war ein Arzt, der hat Rheumapatienten gehabt. Und da kam ein neuer Arzt, hat sich dann dazu gesetzt und hat eine neue Klinik aufgemacht oder eine neue Praxis aufgemacht. Da sagt der andere Arzt, pass mal auf, ich bin ja nicht so. Als Starthilfe gebe ich dir mal ein paar Patienten ab. Meint er, oh danke. Hat ihm natürlich ein bisschen geholfen. Später hat er eine große Investition gemacht. Ich glaube, der wollte ihm ein Boot kaufen oder irgendwas. Ist dann ein bisschen mit dem Geld in die Bredouille gekommen, also der etwas ältere Arzt, und fragte den neuen Arzt, du kannst mir ein paar Patienten rüberschicken, weil ich brauche jetzt auch ein bisschen Geld. Sagt er, nein, kann ich nicht. Dann sagt er, ey, was bist du denn für ein Arsch? Ich habe dir damals doch geholfen. Sagt er, nee, du verstehst nicht, ich will nicht, ich kann nicht. Ich habe die gesund gemacht. Wie kannst du so blöd sein? Menschen gesund machen, wo kommen wir denn da hin? So, jetzt kommen bestimmt einige andere Leute und sagen, ja. Dann können wir das ja anders machen. Wir bezahlen die Leute nur, damit sie, wenn sie Patienten gesund sind. Auch die Sache habe ich gehört und dann sage ich, ja, dazu habe ich kein Argument. Außer, also erstens, ich habe immer Argumente. Nein, ein Argument spricht dagegen, außer der Arzt sucht sich dann junge Menschen aus. Die jungen Menschen sind statistisch gesehen immer am gesündesten. Die alten Leute sind statistisch gesehen immer am kränksten. Der kriegt sein Revier wie ein Schornsteinfeger und das muss halt einfach gesund halten. Sowas könnte man machen. Man könnte auch noch kompliziertere Sachen machen. So, trotzdem ist es so, dann hast du nicht mehr die freie, dann ist ein Arzt, der irgendwas nicht machen kann. Spezialisten kann es selber noch geben. Ja, und schon fangen wir an, wieder Ausnahmen in Ausnahmen in Ausnahmen zu machen. So wird es in amerikanischen Ländern auch gemacht. Also ich kenne es von Neuseeland. Mhm. Damals weiß ich nicht, ob es heute noch so ist, aber das im gewissen Gebiet, also bei Rot in dem Stadtteil, da ist dieser Arzt für einen zuständig und da. Also das stimmt. Wir haben in Deutschland freie Arztwahl. Ich hatte eine Klinik, die ich aufgesucht habe, weil ich wusste, dass sie verdammt gut ist. So, ich wollte genau dahin. Da haben die gesagt, nee, du bist nicht unser Einzugsgebiet. So. Wo soll ich hin? Geh zu der Klinik. Ich so, diese Klinik, das weiß ich, die ist, Popo ist noch nett gesagt, da sind die Leute kränker rausgekommen, als sie reingegangen sind, aber es ist eine offizielle städtische Klinik, also haben die gesagt, nee, du musst dahin. Viel Spaß dann bei sowas. So. Bad. Zauberwort. Okay. Erstmal BioNTech, jetzt privat. Ich weiß nicht, wo das mit dir hinführen soll. Ich hätte sogar Global Young Leader. So, okay, aber zurück. Nein. Und wenn jetzt, und das ist als Beispiel, wenn jetzt der Arzt auch noch korrekt wäre, wir reden ja hier von Gesundheit, spätestens die Pharmaindustrie sagt, oh, du kannst mich mal. So, ich habe jetzt ein Mittel und ihr seid todkrank. Dann muss ich nicht sagen, oh, das Mittel hat die Kosten von 100 Euro, also kostet das Ding 100 Euro. Sondern, ach, du bist todkrank, das Ding kostet 1 Million. Ihr werdet da hingehen und versuchen, die 1 Million zu besorgen, egal wie. Da hat nichts mehr Nachfrage und Angebot oder so, nichts da. Oder Kosten. Aus diesem Grund, gerade, also auch wenn wir bei allem anderen so ein bisschen streiten können, gerade was Gesundheit angeht, sollte man es versuchen, dass es kostenlos ist. Weil ansonsten haben wir eine Richtung, die uns wirklich schaden kann. Da
Also bei allem anderen können wir gerne diskutieren. Wie gesagt, ich bin jemand, der sagt, frei ohne Geld, so weit wie möglich. Aber was Gesundheit angeht, lasst euch da auf keine Diskussion an. Keine Schuldscheine, kein irgendwas. Weil das wird euch irgendwann mal... Entschuldigung. Ja, bitte. Natürlich. Ich wollte fragen, wie sollen da die Ärzte oder Pfleger bezahlt werden oder motiviert werden, da irgendwas zu machen? Also, wir haben einmal sowas wie eine Krankenkasse, die kann für das Grobe, also wenn wir in der alten Struktur denken, für das Grobe weitermachen. Wenn wir aber diese Ideen, ätherische Öle, da gibt es Bachblüten, da gibt es Globuli, da gibt es Energiearbeit, da gibt es, was weiß ich, gesundes Essen und so weiter. Wenn du das alles zusammennimmst, dann gehst du automatisch weniger zum Arzt. So, gut, das macht den Arzt auch arm, aber so ist das halt. Was wir versuchen müssen ist, aus diesem System, nochmal, das System bezahlt dich, damit du kaputt gehst. Eigentlich wollte ich es nicht, aber ein Beispiel werde ich noch machen. Dass das System, worin wir leben, keinen Sinn macht, zeigt eine einzige Sache. Alles das wird in unserem System im Bruttosozialprodukt dargestellt. Ne? Bruttosozialprodukt, für die Leute, die es nicht wissen, heißt, alles das, was ihr an Dienstleistungen, was ihr an Waren herstellt, all das wird zusammengerechnet, dann gibt es ein paar Milliarden, die Deutschland geschaffen hat in einem Jahr. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. So, wenn jetzt, ich nehme mal die junge Dame hier vorne, nein, nicht die, du nicht, die Dame, die hier sitzt, genau, die mich so anguckt. Die kenne ich, ich weiß, da darf ich vielleicht ein, zwei Sachen sagen und ich kriege dann später erst Ärger. So, also. So, jetzt gehe ich da hin, mache meine Faust zusammen und hau so richtig eins ins Gesicht. Die Brille geht kaputt, sie muss ins Krankenhaus. Was habe ich gemacht? Was? Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Richtig, das Bruttoinlandsprodukt gesteigert. Wenn ich sie kaputt... Arbeit schafft. Genau. Ich auch. Ja, so. Menschlich gesagt, erstmal ein Leid. Ja, genau. Nee, aber wirtschaftlich... Nee. Aber ich habe das Brutto... Das heißt, je mehr ich kaputt mache, umso besser ist das für die Wirtschaft. Jetzt mal gar nicht... Also, so, jetzt machen wir es andersrum. So, wen nehme ich denn jetzt? Jetzt nehme ich dich mal. So. Sie braucht jemanden, der zu Hause bei ihr putzt. Ist zwar immer alles sauber, das weiß ich, aber ich putze jetzt für dich. So, dafür kriege ich 10 Euro die Stunde. Nee, was Mindestlohn? 15 Euro. So. 12,50, ich kriege 14 Euro. Sie ist super cool drauf. So. Jetzt putze ich sie auf bei ihr. Oh, das ist eine nette Frau. Weißt du, ich verliebe mich in sie. Wir heiraten vielleicht noch. So, ja. Nee, jetzt genau das. Da muss aber immer noch geputzt werden. Ich weiß nicht, in meisten deutschen Sachen bezahlt die Frau trotzdem. Ich sage immer, nee, weißt du, wir sind Familie, ich kann kein Geld, weißt du. So, also, dann nehme ich kein Geld mehr. Was würde passieren mit dem Bruttoinlandsprodukt? Sie. Es würde sinken. Schwarz gearbeitet, nichts. Nein, wir machen alles offiziell, weißt du. So komme ich in die Knast. So den ganzen Schwurbel an, das will ich nicht. So, also, zurück zum Thema. Ah nee, so schlimm ist das nicht. Das ist ja nur schwarz, aber ist ja nicht für Frieden irgendwie was war. Also zurück zum Thema. Also, ja, so. Also, was passiert? Was passiert mit Liebe? Wenn wir anfangen zu lieben, sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Also, wenn ich Leute zerstöre, steigt das. Das ist positiv. Wenn wir positive Sachen machen, dann sinkt das Bruttoinlandsprodukt. Das ist negativ. Das ist in der Gesellschaft, in der wir leben, nur mal so. Wenn wir dann zum Thema Gesundheit gehen, ist doch genau dasselbe. Solange du krank bist, kriegt der Geld. Solange du. So, wie kriegen wir den am Leben? Tja, wir bauen ja gerade eine Infrastruktur auf über Essen, dann kriegt er halt von uns Essen. Dann kriegt er halt die anderen Sachen, die jetzt gleich noch kommen. Ne? Eine Bude kriegt er dann das. So viel wie wir können, geben wir dann ab. Und schon kann er anständig leben. Das ist die Idee. Das ist ja bei allen Berufen anwenden. Ist ja egal, ob Arzt, das kann ja auch beim Handschreiber, dann machen wir auch was daneben. Also da geht halt aus den Bauern dann das Gemüse und guckst. Und genauso ist es beim Arzt. Richtig. Beruf ist ja Berufung. Und die Leute werden gerne Arzt sein und gerne Handwerker sein wollen. Genau, da müssen wir jeder helfen. Naja, weil das so Beruf drin steckt, ist die Leute, das. Genau. Wo geht ihr denn jetzt hin? E.ON gewinnt. Ich schritt mit dir, das geht ja gar nicht. So. Okay, also. Okay. Wir hatten dich jetzt dreimal, jetzt kommt E.ON. Okay, also. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Also.
Das kann man in jedem Beruf machen. Wie gesagt, ich bin ein Verfechter davon, aber man muss das nicht gut finden. Aber eine Sache, und das muss man oder sollte man, gerade was Thema Gesundheit angeht. Ansonsten haben wir nichts gelernt aus den letzten 3 Jahren. Es geht hier um Geld und es geht hier um viel Geld. Ich habe von Ärzten gehört, und das ist kein Scherz, so, ich kriege heute einen Bonus, wenn ich 10 Hüften verkaufe. Ja. Ratet mal, was der nächste Patient für ein Problem hat. Das weiß ich, bevor ich auf die Akte gucke. Ihr lacht, das ist aber, wenn ihr der nächste Patient seid, ist das nicht lustig. Aber am besten sind die Kunden, die kommen und sagen, ich will eine Hüfte, ich will ein Knie. Nee, ja, da hast du schon sehr gute Arbeit geleistet. Super. Aber das ist genau das. Das ist genau richtig. Ja? Aber das fängt doch schon viel früher an. Was weiß ich was, wenn ich jetzt einen Facharzt machen will für Gynäkologie, da muss ich so viele Kaiserschnitte gemacht haben. Zum Da ist die nächste Frau halt, da muss ich meine Quote halt vollkriegen. Genau. Nicht gucken, ob die Frau jetzt einen Kaiserschnitt braucht. Oder wenn ich Zahnarzt bin. Ja. Je größer meine Füllungen sind, die ich mache, desto mehr Kohle kriege ich. Ja. Je mehr ich kaputt mache. Beim Kaiserschnitt war es auch so, dass es darum ging, mir Sonntag habe ich keine Lust. Wir machen es jetzt am Freitag. Und dann habe ich Wochenende frei, auch sowas ist passiert. Ja, also, es ist aber gut. Vollkommen korrupt. Genau. Also, aber wir wollen nicht laufen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Alternativen machen. Und bitte, bei jedem Projekt, was ihr anfängt, weil wir gehen ja allgemein über Projekte, ja, über Gesellschaften, wie man damit umgeht. Bitte, bei jedem Projekt, was ihr anfangt, achtet darauf, dass ihr nicht in diese Falle kommt. Weil jeder, der ein neues Projekt anfängt, gebe ich euch Brief und Siegel drauf, will das Beste für die ganze Gesellschaft. Er will es. Punkt. Das Problem ist, dass da manchmal systematische Fehler drin sind. Und diese systematischen Fehler, das war ja jetzt keine negativ, also man hat sich jetzt nicht hingesetzt, hat gesagt, ich möchte jetzt negativ darüber irgendwas machen. Nein, man will was Positives machen. Aber automatisch kommt man in diese Richtung, dass man sagt, ui, das ist jetzt, auf einmal dreht sich der ganze Wind um. Und auf einmal sitzen wir an der negativen Seite. Und man muss mit den Geistern leben, die man selber rief. Bitte achtet darauf. Aus diesem Grund möchte ich ja mit euch hier die Schulung machen oder den Workshop, dass ihr mal reinspürt, ah ja, das ist es. Deswegen nehme ich mir auch die Zeit, auch mal ein paar Ideen auch ein bisschen zu hinterfragen, beziehungsweise Ideen zu geben. Nur, dass ihr mal wisst, warum ich in der Hinsicht sehr, sehr gefestigt bin. Über 25 Jahre habe ich mich damit auseinandergesetzt, wie man Gesellschaften machen könnte, die anständig miteinander zusammen funktionieren. Und da sitze ich nicht alleine. Ich habe mir Psychologen angeangelt, dass ich mit denen rede. Ich habe mir Leute von der Versicherung geholt. Die haben sehr viel Ahnung, was passiert, weil die von den Schäden und von den Negativen sehr viel mitbekommen. Ich habe mit Wirtschaftlern gesprochen. Und ich habe Wirtschaft studiert. Ich hätte die Zeit anders nutzen sollen. So, okay, egal. Zurück zum Thema. So, okay. So, wir machen noch einmal dasselbe Spiel. Braucht ihr eine Pause? Ich brauche eine Toilette. Was? Eine Toilette, gut. Pass auf, ganz kurz. Kannst du 2 Sekunden noch warten? So, wir haben noch 4 weitere Punkte. Das ist Kommunikation, Energie, Mobilität und Spaß. Und Spaß, Gesundheit. So, okay. Wir fangen jetzt mal... Keine Lust mehr? Nee, keine Gruppenarbeit? Soll ich das... Okay, wer ist für Gruppenarbeit? Hand hoch. Und wer ist dafür, dass ich das machen soll? Okay, andersrum. Das ist eine blöde Frage. Wer ist für Gruppenarbeit? Hand hoch. 2. Wir machen eine Gruppe. Spaß. Wir machen eine Gruppe. Spaß. 3. 3 Leute. Okay, dann machen wir jetzt erstmal 10 Minuten Pause und treffen uns gleich wieder hier, okay? Super. So, das stimmt. Ich muss das mal lernen. So, also, wir sind jetzt viel mehr Leute, aber gut, okay. 20 Stück vom Laufen. Krass. Sag 10 Minuten. Ja, man hat mir danach gesagt, wie lange ich noch habe. Eine Zigarettenlänge war. Aber ich darf jetzt nichts mehr sagen. Nein. Das Ding ist, man hat mir gesagt, ich habe Open End eigentlich heute. Nee, das hat man mir gesagt gehabt. Bevor man mir jetzt sagt, so, ja, doch nicht. Ja. So, aber ich hab's ja wenigstens. Ja, ich nett.
Okay, aber also. Das sind schon 10 Minuten um. Nee. Ja. Das so, gesagt. Das sind griechische 10 Minuten, ja, mit Uhrzeit nichts zu tun. Keine mehr. Ja. Okay. Gut. Übrig geblieben ist Kommunikation, Mobilität, Energie und Spaß. So. Also, was bedeutet das? Was könnte man da machen als Strategie? Kommunikation. So, Kommunikation kann mehrere Sachen beinhalten. Kommunikation kann beinhalten, dass wir miteinander reden. Zum Beispiel, du bist Nazi, ich brauche nicht mehr mit dir reden. Was ist das? Gesprächsverweigerung. Nein. Mobbing. Wie? Mobbing. Auch nicht? Mobbing. Es ist kein Dialog. Norminem in Ewigkeit. Amen. Okay, nein. Das Ding nennt sich in der Rhetorik ad hominem Argumentation. Wichtig, Rhetorik. Eine Sache, die ihr lernen solltet, miteinander reden. Ihr solltet verstehen, wissen, spüren, verstehen. Was bedeutet das? Ad hominem Argumentation nur als Beispiel. Ich diskreditiere einen Menschen, um nicht auf seine Argumente eingehen zu müssen. Ganz wichtig. Ach so, ja, dann... genau, das ist eine sogenannte Ad hominem Argumentation. Ich habe mit Antifa jetzt nichts zu tun. Ich habe allgemein erklärt, wie man so einer Argumentation entgegentreten könnte, wenn man wüsste, was Ad hominem ist. So, also... Ad hominem Argumentation, das wäre sowas. Also Rhetorik ist ganz wichtig, dass ihr das lernt. So, aber hier ist nicht Kommunikation, ist ja nicht nur miteinander reden. Ne? Da könnte auch zum Beispiel ehrliches Mitteilen darunter fallen. Ne? Oder GFK, gewaltfreie Menschen Kommunikation. Auch, müssen die Menschen auch ehrlich zu sich selbst sein, müssen genau. Sich selbst kennen. Genau. Sie selber zu sich ehrlich sein können. Richtig. Und dann können wir erst kommunizieren. Auch und sehr schön. Das haben wir aber als Problem. Richtig. Genau. Ich wollte das. Ganz kurz. Erst da hinten. Nee, ich habe nur die Sonne. Ach so. Bitte. Zuhören, zu verstehen, nicht zuhören und zu antworten. Genau. Also, ich habe dir jetzt nicht zugehört, aber darauf sage ich, stimmt. So. Das ist richtig. Zuhören ist absolut wichtig. Ja, Kommunikation ist ja immer beidseitig. Um zu verstehen. Wir sind immer schon in diesem, ich will mein Senf dazu geben, aber wir hören gar nicht mehr wirklich hin, was der andere sagt. Mhm. In dem Fall würde ich vorsichtig sein, weil du verallgemeinerst. Ja, Kommunikation bitte. Achtet. Empathie. So. Empathie ist so ein. Genau. Also es gehört sehr viel dazu, dass man das macht, ja? So. Aber Kommunikation findet beidseitig statt. Aber hier reden wir nicht nur von direkter Kommunikation miteinander. Auch entfernte Kommunikation. Ihr als Gruppe oder eure Gruppen könnten sich Strategien einfallen lassen, wie wir zum Beispiel über weite Strecken miteinander telefonieren können, wenn das Telefonnetz ausfällt. Ne? Also kommt mir jetzt bitte nicht mit einer Schnur, zwei Dosen und dann... Kurzwellenfunk. Kurzwellenfunk zum Beispiel, WLAN, Freifunk und so weiter. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man machen kann, damit man eine Kommunikation betreiben kann. Achtet bitte darauf, schaut bitte danach, wie könnt ihr eure Gruppe so machen, dass sie das anbietet. Mobilität. Ja, oder Mobilität, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich da... So, also, was ist Mobilität? Die Mobilität ist nicht nur, dass man sich selbst bewegen kann von A nach B. Vielleicht ist eine Gruppe, die 100 Kilometer weiter weg ist, hat ein Problem. Oder, ja, wir haben... 500 Kilometer, glaube ich, bin ich gefahren. Da haben wir ein schönes Friedensfest. Da möchte ich hin. Ich habe aber kein Geld oder kein Auto. Mobilität bedeutet, dass man Menschen oder Gegenstände von A nach B transportieren kann. Und das ist absolut wichtig. Man könnte zum Beispiel einen Esel nehmen oder ein Pferd. Man kann das aber auch sein lassen. Man kann aber auch alternative Fortbewegungsmittel finden. Fahrräder sind ja sowas. Oder. Da gibt es viele Sachen. Zum Beispiel, irgendeiner hat mal gefragt, warum nicht Mini-Zeppeline? Richtig. So, die haben, die können sich einfach fortbewegen, verbrauchen sehr wenig Energie. So, und ist der Ballon relativ groß, könnte man da auch Solarpanels drauf tun, also jetzt nicht die harten Panels. So, und dann hat man die Energie sofort autark, genau. So, ne, also das ist nur als Idee, bitte nicht, das ist das.
Aber solche Strategien solltet ihr auf jeden Fall darüber nachdenken und umsetzen. Weil es ist wichtig, dass wir von A nach B kommen. Energie. Und damit kommen wir. Energie. Energie kennen viele Leute. Und da sage ich immer eine Sache. Na, wer ist eigentlich für diese super wunderschönen Ventilatoren, nee, wie heißen die? Windkraftanlagen, diese Stromkreisdinger da. Konzern. So, wer ist dafür? Wer findet die gut? Keiner. Oh. Okay, also seid ihr der Meinung, dass wir Windkraft nicht nutzen sollten als Energie? Doch, aber einmal nicht so. Anders, sehr schön. Genau das ist es. Die Frage, die ihr euch immer stellen solltet, das ist eine Art, die von mir, also die ich mache, könnt ihr annehmen, müsst ihr nicht. Niemals die Frage des Obs. Immer die Frage, wie, wann, wo, warum, mit wem und so weiter. Nie ob. Ganz wichtig. Ja? Ist eine Diktatur gut oder nicht? Das ist nicht die Frage. In einem Flugzeug, das gerade im Absturz ist, ist eine Diktatur sehr schön, weil der Pilot sagt, ab jetzt bitte alle anschnallen und das habt ihr zu tun. Da wird kein Konsens daraus gemacht, weil bis wir den Konsens haben, sind wir am Boden. Konsens ist aber gut, wenn man Gesellschaften aufbauen möchte. Ganz wichtig. Aber da haben alle schon den Konsens automatisch bei dem Flugzeugabsturz. Ja, aber eine Umfrage muss gemacht werden und die muss ausgewertet werden. Das dauert. Bis das passiert, ab, tschüss, raus. Das passiert zum Beispiel tatsächlich in Flugzeugen. Ne? Der Pilot hat die absolute Macht über die Menschen. Wenn der was sagt, müsst ihr das tun. Wenn ihr es nicht tut, kann euch beim Landen die Polizei abholen. Das ist tatsächlich einfach nur mal, dass ihr das wisst. Das ist Hintergrundinformation. So, also, ja, zurück zur Energie. Also, Windkrafträder. Die Windkrafträder, die Frage ist nie des Obs. Ich habe mit Windkraftgegnern gesprochen zum Beispiel und die haben mir gesagt, ja, die alten Windkrafträder waren viel, viel kleiner. Die haben nicht weder gestört, noch haben die irgendwelche Vögel umgebracht, noch haben die irgendwelche Verwirbelungen irgendwas gemacht. Die konnte man nutzen. So, die Frage ist also nie des Obs. Und die Ethik, die wir momentan gar nicht drin haben, die hätte eigentlich die ethischen Vor- und Nachteile herausfinden müssen und sagen dürfen, ist das in Ordnung oder nicht. Gut, weg von Ethik, weg von wir bestimmen, was die anderen Leute denken, hin dazu, dass die Gruppen selber Strategien dafür finden, wie Energie gebraucht wird. Weil jetzt mal ganz im Ernst, und das an alle, wer von uns ist heute in der Lage, ohne zum Beispiel elektrischen Strom wirklich zu leben? Kaum jemand. Ich will nicht sagen keiner, aber es ist kaum jemand. So, und wenn diese Sache so wichtig ist, dann brauchen wir auf jeden Fall ein Backup. Ein Backup, damit wir abgesichert sind. So. Und jetzt kommen wir zum Spaß. Ich hatte am Anfang gesagt, Spaß ist eines der wichtigsten Sachen, das wird vollkommen übersehen. Ich habe heute Morgen das Beispiel gebracht, ich bringe es jetzt wieder. Erster Weltkrieg. Am Ersten Weltkrieg haben die aufgehört, aufeinander zu schießen. Warum? Weil sie angefangen haben zu singen. Sie, also nochmal, heute unsere ganzen Waffenexperten sind sich einig, wir brauchen mehr Waffen, also mehr Waffen, als wir die Pandemie, die Krankenhäuser bezahlen. Wir brauchen Waffen. Ja, aber wir haben schon nicht einmal, mehrfach Kriege beendet, indem man nicht geschossen hat, indem man Spaß hatte, indem man miteinander zusammengehalten hat. Singen. Die alten Krieger. Ich war jetzt neulich in Griechenland, da komme ich her, gebürtig. Mein Opa ist Spartaner. Das erklärt mein Fetisch für rote, lange Capes. Wahrscheinlich. Okay, jeder, der mich als Superman kennt, weiß, was ich meine. Aber egal. So, jedenfalls, Leonidas hatte auch so ein rotes Cape. Egal. Also, zurück zum Thema. Die Spartaner waren Krieger. Wisst ihr, was diese Krieger gelernt haben? Ist kein Scherz. Kampfkunst. Kampfkunst, ja. Aber eine Sache, die würde keiner verstehen heutzutage. Poesie. Kunst. Singen und tanzen. Gut, das Tanzen ist auch gut, um ein Rhythmusgefühl auch beim Kampf zu haben. Aber darum geht es nicht. Die haben gelernt, warum es wichtig ist zu leben.
diese Krieger waren nicht Mörder, die einfach hingehen und alles niederresseln oder Söldner. Nein, sie haben dafür gekämpft, dass die Menschen, die da drin oder dahinter sind, die sie beschützen, dass sie frei leben können. Und in der Zeit war es halt üblich, dass man um sein Leben kämpfen musste. Aber die mussten wissen, wofür sie leben. Bitte, Krieg ist in keiner Situation anständig. Ich bin dagegen. Und trotzdem, zu der Zeit haben die das so gemacht. Mir ist es nicht wichtig zu sagen, Krieg ist gut. Mir ist wichtig zu sagen, sogar die Leute, die mit Leben und Tod spielen, sogar die müssen verstehen, warum wir leben. Spaß ist das, was euch die Energie wiederbringt. Wenn ihr das nicht habt, und ich kenne kaum eine Gruppierung, die Spaß richtig in ihrem Programm mit drin hat. Kaum eine, nicht gar nicht. Aber das ist das Wichtigste. Einige Leute sagen, wenn ich auf Demonstration gehe, du bist ein Clown. Dann sage ich, ja, was Besseres kann ich ja wohl anscheinend nicht machen. Ich bin nicht doof. Freude sein, ich muss ja nicht Spaß. Also, es kann? Freude sein. Freude, nee, Freude genauso, ja. Also ich benutze meistens statt Spaß, benutze ich das Wort Käfi. Das ist Lebensfreude, Spaß, also alles, was von innen rauskommt. So richtig so, wo du sagst, boah, ich hab richtig Lust. Das ist das. Es gibt kein deutsches Wort, was ich kenne, was dem nahe kommt. Wenn ihr die Griechen seht bei der Arbeit, die haben alle Käfi. Und dann sagst du, was, das ist doch Arbeit. Ja, Arbeit. Aber die gehen dahin und reden mit den Menschen. Bei denen gibt es sich, das ist mein Privatleben und das ist mein Geschäftsleben. Gibt es sich. Entschuldige bitte, wenn man das in der Psychologie sagen würde, okay, ich bin bei der Arbeit, ich habe ein Leben, und wenn man dann sagt, nee, jetzt bin ich frei, ich habe ein Leben, dann würde man das als schizophren bezeichnen. Ja. So, ja, nur mal ein bisschen darüber nachdenken, wie funktioniert das Ganze. Es gibt kein, wir haben ein Leben, ganz nebenbei, wir haben auch nur eine Welt. Es gibt keine dritte Welt. Mal ganz nebenbei, es ist eine Welt. Und ja, es gefällt uns nicht, dass da Menschen verhungern und sterben. Ja, aber dann sollten wir am besten was dagegen tun und sie nicht abgrenzen, indem wir sie quasi in eine virtuelle dritte Welt schieben. Aber gut, das sind alles Thesen, lassen wir das Philosophie, können wir da später drüber reden. Die Idee ist aber folgendes. Käfi, Spaß, das ist das, was ihr unbedingt braucht. Habt bitte Strategien, wie können wir das machen? Was könnte Käfi machen? Also ich weiß nicht, wer von euch am 1.8.2020 in Berlin war. Meine Frage. Wir waren ziemlich fertig, weil die haben uns fertig gemacht. Wir waren ja auch relativ einsam auf den ganzen Demos. Und dann kam der 1.8. Haben wir gesagt, ja komm, gehen wir hin. Dann sind wir da hingegangen und wir haben Gänse, kriege ich immer noch, Gänsehaut bekommen. Du meinst letztes Jahr, ne? 2020. Also ich weiß nicht, wann die ausgestrahlt wird, die Sendung. Nein. So, ich habe da auf einmal, was ist passiert in uns? Wir dachten, wow. Die Polizei hatte von 500.000 gesprochen, also anfangs. Später hat die von 17 gesprochen, dann von 19. 1000. Dann von 30. Also die können ruhig mal bei mir nochmal Mathematik nachholen. Ich kann denen zeigen, wie die Zahlen funktionieren. Auch die Anzahl der Nullen. Egal. Ah nee, ich glaube Anzahl der Nullen haben die genug. So, also zurück zum Thema. Also, da haben wir auf einmal Power gekriegt. Was haben wir da gemacht? Gut, wir haben demonstriert. Aber was haben wir wirklich gemacht? Wir hatten auf einmal eine Einigkeit, eine Zusammenhalt. Wir sind nicht alleine. Diese Power, die könnt ihr bei jeder Gruppe machen. Macht Feste. Wir bei Helfer haben am Anfang während der Pandemie gesagt, okay, es ist verboten, mit mehreren Leuten zu gehen, also geht doch einen Spaziergang zu zweit, das ist erlaubt. Jetzt sagen einige Helfergruppen, ja, brauchen wir immer noch. Sag ich, warum? Ihr dürft doch jetzt zu mehreren Leuten. Macht eine dicke Fete und lad die Leute ein, um sie kennenzulernen. Eine dicke Fete, warum nicht? Mach ich sofort gleich, ja? So. Mach dir dicke Fete, weil das ist es doch. Was gibt es Besseres, als eine Zusammenkunft und Spaß zu haben? Das ist das, was ihr, dafür zahlt ihr sehr viel Geld, um nach Griechenland zu fliegen, damit ihr diesen Spaß habt. Warum fahrt ihr dahin erst, um Spaß zu haben? Warum macht ihr das nicht hier? Jede Gruppe der Zukunft sollte sich mit Käfi und mit Spaß auseinandersetzen. Oder Freude, egal wie ihr es nennt. Das ist absolut wichtig. So, wir haben jetzt
7 plus 1 plus eine Strategie haben wir für uns jetzt zusammen erarbeitet. Ich wiederhole, Essen. Bitte versucht, Essen selbst herzustellen, weil Essen ist absolut wichtig. Wasser ist in unseren Breitengraden vielleicht nicht ganz so wichtig, weil wir haben sehr viel Wasser. Wir haben ein ausgebautes Netz, was frei und kostenlos ist. Aber gehen wir zum Beispiel nach Uganda, werdet ihr auf die Schnelle sehen, dass es eben nicht so natürlich ist, dass ihr überall Wasser herbekommt. Achtet bitte darauf, Wasser ist lebenswichtig. Lernt Techniken, wie ihr besser mit Wasser umgehen könnt. Das dritte ist Obdach. Findet eine Lösung, ein Obdach für euch und für eure Liebsten. Mit Liebsten meine ich nicht nur die Familie, sondern eure Gruppe. Findet ein Obdach für jeden, damit, wenn irgendwas passiert, wenn jemand den Job verliert, wenn jemand dadurch auch die Wohnung verliert oder, dass ihr nicht eine Person verliert, sondern dass ihr weiterhin miteinander zusammenarbeiten könnt. Dann gab's Gesundheit. Alternative Methoden. Einige Sachen sagen wir aber nur rein hypothetisch. Globulis wäre tatsächlich Placebo-Effekt. Placebo ist eines der besten und wirksamsten Mittel, die wir haben auf dieser Erde, um Menschen zu heilen. Und ich habe noch nicht mal gesagt, ob die Dinger jetzt auch noch zusätzlich noch irgendwelche Effekte haben. Placebo ist das geilste Mittel, was wir haben. Es wirkt bei allem. Es funktioniert. Keine Nebenwirkung. Alter, was geht? Egal. So. Lernt es. Wenn Klangmusik funktioniert, macht es. Einspruch, den ihr natürlich alle kennt. Wer heilt, hat recht. Ja. Punkt. Es ist mir ganz egal, was ist. Lernt es. Habt Heiler drin. Jeder Zweite will jetzt neuerdings Heiler werden. Wir haben Heiler. Überall haben wir Heiler. Dann sage ich so, super geil, das finde ich richtig gut. Nein, das finde ich richtig gut, das meine ich im Ernst. Aber hört eine Sache auf, das Geld dafür zu nehmen. Fangt an, die Leute gesund zu machen. Dann habt ihr weniger Arbeit und macht auch noch einen anderen Job. Indem ihr zum Beispiel, was weiß ich, auf meinem Acker arbeitet, essen, ne, Wasser irgendwie destilliert oder macht, was auch immer. Arbeitet noch weiterhin. Die Gesellschaft muss zusammenwachsen. Je mehr Heiler wir haben, desto besser. Man kann nicht genug Heiler haben. Das gibt's nicht. Stellt euch mal vor, ich hatte mal eine Diskussion mit einem, da ging es darum, ja, du hast leicht reden mit deinen hier ideologischen irgendwas. Stell dir mal vor, du kletterst auf einen Berg hoch und da oben breche ich mir das Bein. Was würdest du machen mit deinem ohne Geld und ohne keine Ahnung, keiner würde Arzt sein wollen? Ne? Ich bekomme innerhalb von 5 Stunden Hubschrauber, Arzt drauf und der macht mich gesund. Ich so, jupp, bei mir würde es 2 Minuten dauern. Meint er, wieso? Ja, wenn jeder Arzt sein kann, bin ich Arzt. Wenn der andere das Bein gebrochen hat, dann helfe ich ihm dabei und gut ist. Du brauchst 5 Stunden, ich bin fertig. Zumindest in der Erstversorgung. So, wir müssen aufhören in diesem alten Denken. Wir müssen anfangen, neue Strategien zu entwickeln. So, dann haben wir Kommunikation. Lernt bitte, was ist ein Strohmann-Argument oder kein wahrer Schotter-Argumentation? Strohmann-Argument wird sehr oft benutzt. Du gehörst zu den Schwurblern? Nee, du sagst mir, die Sonne scheint. Ich sage, du gehörst zu den Schwurblern, wäre erstmal ad hominem. Und die Schwurbler sagen, dass da Chemtrails sind. Das hast du gerade nicht gesagt. Du hast gesagt, die Sonne scheint. Aber das mit dem Chemtrails ist totaler Blödsinn. Ich gebe dem anderen ein Argument, was er nicht gebracht hat und argumentiere gegen das Argument, was ich selbst gebracht habe. Das nennt sich Strohmann-Argumentation. So, lernt das. Also nicht lernt das zu machen, sondern lernt das zu verstehen und herauszufiltern. Ganz wichtig. Und versorgt euch mit Kommunikation. Kommunikation bei jedem Krieg. Ich weiß, wir sind friedensfest, trotzdem muss ich das sagen. Bei jedem Krieg ist das Erste, was man vom Gegner wegmacht, die Kommunikation. Die Kommunikation ist eines der wichtigsten Sachen. Nur dadurch kann man sich abstimmen, was man macht und so weiter. Eine gestörte Kommunikation erkennt ihr nicht nur daran, dass das Internet weg ist. Oh, mein Telegram ist weg. Echt jetzt? Telegram? Du hast ganz andere Probleme. So, nicht dadurch.
Eine gestörte Kommunikation ist auch, wenn ich sage, ich rede nicht mehr mit dir. Das ist auch schon eine gestörte Kommunikation. Weil wenn wir damit anfangen, dann werden wir nie es schaffen, hier ins Friedensfest zu kommen eigentlich. Weil das Friedensfest ist genau das Gegenteil. Das Friedensfest ist, wir reden miteinander. Kommunikation, lernt das. Lernt verschiedene Sichtweisen darauf, ganz wichtig. Mobilität. Ihr brecht euren Arm oder euer Bein. Ihr müsst ins Krankenhaus, ihr müsst zum Arzt, ihr müsst irgendwo hingebracht werden. Die Region in Ahrweiler überflutet. Wir brauchen Radiatoren, also hier Öfen, die das Ganze trocknen. Die müssen von A nach B gebracht werden. Mobilität, ganz wichtiges Thema. Energie. Ohne Energie haben wir alle ein Problem momentan. Wasserhahn würde nicht funktionieren, Telefon würde nicht funktionieren, nichts würde funktionieren. Sucht Alternativen. Wie können wir leben? Zum Beispiel Solarpanels, so, zum Beispiel diverse andere Sachen. Es gibt Kocher über Solar, aber jetzt nicht Solar im Sinne von die Solarpanels, die Strom erzeugen, sondern das sind Parabolantennen, die stellt ihr hin, richtet sie auf die Sonne aus, tut einen Topf in die Mitte und das Ding kocht. Ist auch Energie, Sonnenenergie in dem Fall. Solarofen. Auch. Ja? Lernt alternative Methoden, die ihr nutzen könnt. Und zu guter Letzt Spaß. So. Spaß könnte zum Beispiel sein, dass ihr hier bei einem Vortrag sitzt und euch die ganze Zeit anhören müsst, was ihr zu tun habt, anstatt zum Beispiel zur Musik zu gehen, abzufeiern und richtig abzurocken. Aber ihr bleibt hier. So. Ja, bitte. Also ich glaube, Kommunikation, Mobilität und Energie könntest du gut mit der Rotmenge eingas als Verkehr in der Linie. Weil Verkehr, aber das, die drei Sachen drin. Genau. Die Energie kann man auch kommunizieren, also über die Leitung und über. Ja, genau. Ich nehme die extra, damit ich wirklich ein Augenmerk darauf lege. Bitte mach das. So. Zusammengefasst. Die neuen Strukturen, wenn wir jetzt den Vortrag, den ich gestern gemacht habe, mit dem Vortrag von heute kombinieren. Wie sollte eine Gesellschaft aussehen der Zukunft? Es sollten kleine Gruppen gemacht werden, die autonom sind. Jede Gruppe sollte dafür sorgen, dass sie relativ autark leben kann oder zumindest weiß, wie man das macht, um dann in späterer Zukunft genauso leben zu können. Es sollte eine Verbindung zwischen all diesen Orten sein. Was wir momentan machen, ist genau das Gegenteil. In Griechenland werden Monokulturen gebaut und die Griechen sind nicht überlebensfähig, wenn sie nicht das Geld aus Deutschland kriegen und nicht nur aus Deutschland, sondern auch die Umgebung, aus Europa und Co. So, ne? Und die Lebensmittel aus diesen Ländern, weil sie nur noch Oliven zum Beispiel anbauen, die sind nicht mehr lebensfähig. Wenn eine Sache kaputt geht, sind die Griechen weg. Sie haben Hunger. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie gehungert. Sie werden wieder hungern. Warum? Weil sie nicht nachgedacht haben. Wenn wir anfangen, wieder zurückzugehen, diese Strategien, die ihr hier heute gehört habt und die ihr gestern gehört habt, sind nicht nur für Deutschland. Die sollte man weltweit machen. Und nein, das ist nicht die einzige Idee. Aber das ist eine Idee, die man ausprobieren sollte. Und diese kleinen Gruppen arbeiten miteinander in verschiedenen, Umgebungen, Gruppen und so weiter. Wichtig ist, immer zusammenarbeiten. Du wolltest kurz was sagen? Erst dran. Ja. Aber auch zum Schluss. Ja. Okay, dann machen wir das gleich zum Schluss, dann kommst du dran. Okay, so. Und diese Zusammenarbeit, wie können wir das machen? Wir haben ein Projekt, das nennt sich Helfer. Ich habe gestern das Projekt Free Planet Earth vorgestellt. Free Planet Earth macht nichts anderes, die machen keine Gruppen, nichts. Die vernetzen nur die Gruppen auf Plattformen. Lasst uns bitte zusammenarbeiten, denn eine Kartoffel, die ihr in die Erde steckt, die wächst genauso in unserem Projekt wie in einem anderen Projekt. Ressourcen, immer wieder das Gleiche zu machen, würde niemandem helfen. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann schonen wir Ressourcen, wir optimieren diese Arbeit, wir teilen die Gedanken und wir lernen alle voneinander. Die Gesellschaft der Zukunft sollte nicht große Städte haben, sondern kleine haben. Wir machen momentan genau das Gegenteil. Die Gesellschaft der Zukunft. Ganz viele geile Jungs. Die Gesellschaft der Zukunft sollte Frieden haben, statt Krieg, was wir heute machen.
Das Geld, wenn wir überhaupt noch Geld haben, sollte nicht mehrheitlich in Waffen eingesetzt werden. Offiziell bitte, könnt ihr den Report ansehen von der Bundesregierung, wofür Geld auf. Stattdessen lieber lernen, Schulungen, nicht nur für Kinder. Wir sollten die Schulen anfangen zu ändern, damit da mehr Spaß reinkommt. Anstatt das, was wir momentan machen. Und wir sollten alle zusammenhalten. Wirklich alle. Und eine Sache, weil die Situation es momentan erlaubt, Spaltung und nicht miteinander reden, führen immer dazu, dass Krieg entsteht. Und genau das sollte niemals passieren. Also, in diesem Sinne, wenn wir Frieden wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Also lasst uns alle zusammenhalten und Frieden schaffen. Und lasst es uns in Liebe tun. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt. Eine offene Frage, bitte sehr. Ja. Angenommen, es startet jetzt jeder. Ja. Mit dieser Motivation. Ja. Hast du eine Vorstellung, in welchem Zeitraum das wirklich zu einer stabilen neuen, also ich sag jetzt mal zum neuen System kommen kann? Also, es wird nie ein Ende geben. Es wird nie ein Ende geben. Es wird immer Verbesserungsvorschläge. Ja, gut, klar, aber jetzt ist die Situation so gedreht, dass das etablierte System herrscht. Ja. Ja. Das ist nicht zu Ende, es herrscht aber schon länger, es herrscht schon seit tausenden von Jahren. Ja. Und jetzt, meinst du, es dauert eine Generation oder dauert es tausend Jahre oder was meinst du? Also, es kommt auf deine... Achso, wolltest du was dazu sagen? Bitte. Ja, aber... Bitte, nee, lass mal du, ich kann... Ich gehe prinzipiell davon aus, was wir jetzt haben, ist ein Machtkampf, der seit tausenden Jahren passiert. Und sobald die Personen, die sich an der Macht festklammern, feststellen, es funktioniert nicht mehr, dass sie uns unterdrücken, dann werden sie Railroad aufgeben und dann haben wir einen Domino-Effekt, dass dann alles, was wir umsetzen wollen, wird dann ganz leicht. Aber solange sie noch drum kämpfen, solange müssen wir unsere Alternativen aufbauen und zeigen, wir wollen es nicht, wie ihr es wollt. Ja, das braucht viel Geduld und Kraft, um das durchzuspielen. So, also, nur so. Wie schnell das Ganze funktioniert, kommt darauf an, wie gut ihr miteinander und zusammenarbeitet. Das ist ein soziales Problem. Wir haben zum Beispiel genug Gruppen, die fangen an, auf einmal, aus irgendeinem Grund, sich zu streiten und nicht mehr miteinander zu reden. Ja. Wenn das passiert, ist alles das, was ihr vorher gemacht habt, Nonsens. Leider. Nicht alles, weil die Leute haben schon gelernt. Man muss aber weiterlernen. Deswegen sagte ich, es gibt kein Ende von dem, was passiert. Stell dir mal vor, ihr baut das Essen auf, ihr habt auf einmal Acker und auf einmal kommt eine Missernte. Dann ist alles weg. Es gibt kein Ende. Nee, aber es gibt, also es wird so ein Kampf, also ich will es gar nicht aussprechen, weil du gesagt hast, nee, stopp. Ja. Aber es wird einen Kampf geben, davon gehe ich aus. Ja. Und es liegt in uns. Und irgendwann wird der Kampf aber aufhören. Und da von der Zeit träume ich. Das wird immer aufhören. Von der Zeit träume ich auch. Ja. Aber eine Sache, um auf deine Frage zu kommen. Wann sind die Gruppen fertig? Oder wann schaffen wir es, dass wir das machen? Es kommt auf euch an. Ja. Habt ihr eine gute Konstellation? Könnt ihr ganz schnell einige Sachen aufbauen? Ja. Essen und so weiter. So, wir bauen Akademien auf, Lerninhalte, Lerninstitute, damit Information schnell gestreut wird. Man kann es gar nicht so sagen, weil das ist wahrscheinlich für die Menschheit das erste Mal so eine Art Umwandel. Und nein. Wir werden sehen, wie lange es dauert. Die Menschen haben sehr oft Umwandel gehabt. Es sind sehr oft viele Menschen gestorben und es sind sehr oft wirklich schlimme Dinge passiert. Nicht alle Sachen haben wir. Man kann anfangen, gegen ein System zu arbeiten oder man kann anfangen, ein neues System aufzubauen. Meine Aufgabe ist es, wenn ich über größere Sachen rede, dass ich euch Feuer hinter den Hintern mache, dass ihr schnell macht.
Eure Aufgabe ist es, ich habe noch 4 Minuten. So. Nee, der nächste Vortrag fängt um 8 Uhr an. Ja. Genau. So. Nee, und Rüster, wir brauchen nur 3 Bänke und dann sind wir weg. Dann nimm die Bänke okay. Und stört genau. Nicht, weil ansonsten dauert es länger. So. Also. Ja. Also, gehen wir zurück. Ja. Jetzt haben die mich rausgebracht. Ja, was wir machen müssen ist, wir müssen eine neue Art von Gesellschaft aufbauen. Je schneller wir das machen, meine Aufgabe ist es, schnell zu machen. Eure Aufgabe ist es, anständig zu machen. Ich versuche Ideen, also nicht ich alleine, es gibt viele Leute, die die Ideen machen, diese Idee zu verbreiten. Eure Aufgabe ist es, das konkret umzusetzen, und zwar vor Ort, und zwar anständig. Du kannst natürlich hingehen und sagen, okay, ich habe jetzt einen Misserfolg, ich habe 2 Misserfolge, ich höre auf. Dann kann ich dir sagen, wird es nie fertig. Du kannst aber auch anders hingehen und sagen, okay, mir ist es egal, ich lebe das schon. Ich habe keinen Misserfolg. Ich lebe es und es ist gut. Und was passiert dann? Dann ist es egal, was draußen passiert. Dann ziehst du dein Ding durch. Dann machst du das und alle können anständig miteinander leben. Und wenn die anderen das nicht können, ist das auch egal. Du findest Leute, die es können. Und nein, dadurch entkommst du keiner Katastrophe. Aber ja, du wirst die Katastrophe besser erleben. Überleben. Ja. Ja, ob du überlebst, weiß ich nicht, aber du wirst sie anständiger erleben. Ja. So. Welche Katastrophe? Keine Ahnung, sollte eine Katastrophe kommen. Er sagte, es wird irgendwas kommen, dann sage ich, okay. Es wird ein Kampf kommen. Genau. So, ich habe das jetzt mal als Katastrophe übernommen. Hat noch irgendjemand Fragen? Nein? Die Welt ist weg. Gut. So, dann bitte ich eine Sache an alle. Habt einfach ein bisschen mehr Kaffee und ein bisschen mehr Spaß daran, Freude. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß noch, viel Frieden, alles Gute. Danke, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank.